Nach Angaben der Berliner Polizei wird gegen die Beteiligten nun unter anderem wegen Hausfriedensbruch ermittelt. Rettung kostet halt auch Rettung. Also. Klimaaktivisten in der Kritik. Zum Tag des Mauerfalls hatten die Frauen ein Banner mit Aufschrift: Wir wünschen uns ein Überleben für alle. Am Tag des Zusammenhalts, wir sind die letzte Generation entrollt. Man müsste sich jetzt entscheiden, ob man gemeinsam überleben oder sterben wollte. Also, die Gruppe war zuletzt heftig in Kritik geraten. Ihnen wird vorgeworfen, durch ihre Straßenblockaden Menschenleben zu gefährden. Hintergrund ist ein Unfall in Berlin-Wilmersdorf, infolgedessen eine 44-jährige Radfahrerin im Krankenhaus gestorben war. Ein Berg. Fahrzeug der Feuerwehr hatte wegen einer Aktion der letzten Generation im Stau auf der A100 gestanden. Die Süddeutsche Zeitung berichtete jedoch, dass der verspätete Wagen nach Einschätzung der Notärztin keine Auswirkungen auf eine mögliche Rettung der Frau hatte. Ah, okay, guck mal, dann steht es hier auch drin. Gut, trotzdem. Das wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass im Alltag ein Unfall passiert und dann erste Hilfe benötigt wird. Und wenn sich diese Dulli-Köpfe auf die Straße oder auf dem Brandenburger Tor kleben, ist es eine Frage der Zeit, bis Leute dann halt zu spät Hilfe bekommen. Hä? Was ist das? Also, es ist wirklich, es ist unfassbar, ne? Es ist wirklich krass. Es ist wirklich verrückt. Ja. Irgendein Platz bald der Kragen dann. Ja, irgendein. Real Talk, sage ich auch, Hauti. Irgendeiner, dem wird bald richtig, richtig, richtig der Kragen platzen. Ne? Es ist eine Frage der Zeit, bis da irgendwie mal. Ja. Ihr müsst nochmal gesunder Menschenverstand. Eure Frau ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Ja? Braucht unbedingt keine normale Geburt, Kaiserschnitt. So. Braucht unbedingt Hilfe. Baby im Mutterleib irgendwie umgedreht. Ich wusste, dass es ein Kaiserschnitt war. Muss ganz dringend raus. So, Notfall. Und ihr kommt nicht vorbei, weil sich da so eine 44-jährige Katrin auf die Straße geklebt hat und euer ungeborenes Kind wird es nicht schaffen und im schlimmsten Fall wird es auch nicht eure Ehefrau schaffen. Das muss man sich mal überlegen. Das ist nur eine Frage der Zeit, weil sich so eine Dolly-Tante auf die Straße geklebt hat. Ist das verrückt? Wirklich. Also ich würde wirklich. Real Talk, ich wüsste nicht, was ich machen soll, ne? Also ich wüsste. Ja. Das muss ich überlegen. Sowas passiert. Passiert im Alltag so, dass so eine Notfälle halt, ne? Dass du unbedingt schneller hin musst. Oh, aber genug von dem Thema. Ich kann, also, ich kann das, ich werde auch wirklich aggressiv, wenn ich darüber nachdenke. Warte, das gucke ich mir noch an. Hier. Hi. Wir fragen uns immer so. Hi. Wir fragen uns immer so, habt ihr eigentlich Humor? Ich hab auch einen Witz mitgebracht. Also, pass auf. Der eine Gletscher sagt zum anderen Gletscher, sag mal, pass auf, du schuldest Ja, Real Talk, ich sag, also das ist genau so, stelle ich sie mir vor. mir noch 1.000 Euro. Sagt der zweite Gletscher. Warte mal kurz, bald bin ich wieder flüssig. Ich hab noch einen zweiten mitgebracht. Woran erkennt man einen grünen SUV? Gehen Sie mal zu der Frau. An der Farbe grün natürlich, nicht an der Farbe rot. Fanden Sie jetzt, also ihr seid nicht so humorvoll, oder? Hey, ich schon wieder. Aber ich wollte mal fragen, wenn ich hier die ganze Zeit so rumsitze, vielleicht kann man dich ja zum Lachen ein bisschen bringen, indem ich dich kitzel. Darf ich dich mal kitzeln? Nein. Ich habe noch, also juckt es mal, juckt dir vielleicht auch der Rücken. Ich habe auch noch einen Kratzer mit. Da könnte ich, da wo es jetzt juckt, ist deine Chance, jetzt zu sagen, Oh da möchte ich mal gekratzt werden. So. Letzter Versuch. Kann ich dir vielleicht was Süßes tun? Wenn du sitzt hier die ganze Zeit, nicht, dass ihr verhungert, ist vegan, Fairtrade und aus dem Biomarkt. Also umweltfreundlich. Ist ja auch nicht. Ist echt lecker. Schon gekostet. Aber dann habe ich. Okay. Hi. Wir fragen. Da läuft sehr viel falsch, Digga. Da läuft sehr, sehr viel falsch. Da läuft sehr, sehr viel falsch, Chat. Das kann ich euch sagen.